Zu den schönsten Pisten hier im Skigebiet Kappel-Dias zählt unumstritten die 8 Kilometer lange Lattenabfahrt mit einem Höhenunterschied von knapp 1000 Metern. Während Sie diesen Abfahrtsknüller heruntersausen, kommen Sie in den Genuss eines herrlichen Panoramas. Verantwortlich für den Top-Zustand, in dem Sie unsere Pisten tagtäglich vorfinden, sind die Angestellten der Pistenpräparierung. Wenn Sie abends beim Essen sitzen, beginnt die Arbeit der Pistenbullis erst so richtig. In der Betriebsgarage der Bergbahnen sind 7 Pistenraupen zu finden. Diese sind die ganze Nacht für bestens präparierte Pisten auf Achse und sind somit ein wichtiger Faktor, um Ihnen ein tägliches Skivergnügen zu garantieren. Für tolle Pisten sorgt aber auch das Team rund um die Schneeerzeugung. Im Skigebiet Kappel-Dias werden immerhin ganze 40 Hektar Pistenfläche beschneit. Das für die Beschneiung benötigte Wasser kommt aus dem Sesslatbach. Die Kosten für die Beschneiung sind erheblich, aber absolut notwendig. Ein Kubikmeter Schnee kostet ca. 3 Euro. Aber eines ist klar. Der technisch erzeugte Schnee trägt maßgeblich zur Schneesicherheit von Anfang Dezember bis Ende April bei und hat somit eine bedeutungsvolle Funktion für den Wintertourismus. Durch die Nachtarbeit der Präparierungs- und Beschneiungsteams werden Sie beim Skifahren nicht unnötig gestört und mehr Sicherheit auf der Piste ist auch gewährleistet. Trotz dieser und zahlreicher anderer Sicherheitsvorkehrungen lassen sich leider nicht alle Skiunfälle vermeiden. Kommt es doch einmal zu einem Pistenunglück, ist die Pistenrettung in kurzer Zeit zur Stelle. Täglich sind 4 Pistenretter im Sanitätsraum der Bergstation Diasbahn positioniert, die im Laufe des Tages bis zu 8-mal zum Einsatz gerufen werden. Neben brillanten Pisten sorgen wir also auch für Ihre Sicherheit. Vertrauen Sie auf das Know-how unserer Mitarbeiter.